Nachdem die US-Notenbank Fed ein 2,3 Billionen schweres Hilfsprogramm am Donnerstag auf den Weg gebracht hat, ging es auch für den DAX wieder deutlich nach oben, deutlich über der 10.000-Punkte-Marke. Doch wie nachhaltig ist das? Das fragen wir gleich und wir schauen auf die Situation bei den deutschen Unternehmen. Sind sie von einer Pleitewelle bedroht? Und was ist eigentlich mit unseren Dividenden, wenn es keine Hauptversammlungen mehr gibt? Das sind unsere Themen. Damit herzlich willkommen zu Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. In den USA haben sich in den letzten 3 Wochen, sage und schreibe, 16 Millionen Amerikaner arbeitslos gemeldet. In Deutschland haben bereits 650.000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Das heißt, ein Arbeitnehmer bekommt nur noch 60% seines durchschnittlichen Nettolohns und 67%, wenn man Kinder hat. Die SPD, die will diese Beiträge jetzt erhöhen. Ich habe mit dem DIHK, dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag, gesprochen und gefragt, wie steht es um die deutschen Unternehmen wirklich? Jeder 5. Betrieb in Deutschland könnte insolvent gehen. Insofern ist das, glaube ich, eine Zahl, die ist beeindruckend und die fordert geradezu auf, dass Geschwindigkeit jetzt im Moment ein hohes Gut ist, das schnell gehandelt werden kann. Und deshalb braucht es auch ein Kreditprogramm und die Regierung arbeitet mit Hochdruck dran, dass die Banken von diesem Kreditprüfungsprozess, soweit es vertretbar ist, entbindet und Gelder in die Unternehmen bringt, die jetzt unverschuldet in diese Krise geraten sind, zum Teil, weil es behördliche Anweisungen gibt, dass sie gar nicht aufmachen können, dass sie also ihren betrieblichen Prozess gar nicht durchführen können, also ihren solidarischen Beitrag leisten, damit es nicht noch mehr Infektionen an Corona-infizierten Menschen in Deutschland gibt. Wenn ihr jetzt im Homeoffice auf der Couch zu Hause euer Trading-Wissen vertiefen wollt, dann hat die Trading House Börsenakademie jetzt Webinare statt Seminare für euch. Das nächste Webinar ist am 23. April Börse für Einsteiger. Am 17. Juni gibt es erfolgreich mit Bluestar, dem Trend Folgesystem handeln. Und auch mit André Stagge wird es bald wieder neue Webinare geben. Also meldet euch jetzt schon mal dazu an. Wir schauen jetzt auf den deutschen Leitindex. Der DAX ist seit Krisenbeginn schon wieder gut 2000 Punkte nach oben geklettert. Am Donnerstag ging er auch am letzten Handelstag vor Ostern mit einem guten Plus aus dem Handel und gerade am Nachmittag wurde er durch die Nachrichten aus den USA angeschoben. Experten warnen aber, die Risiken nach unten seien an den Börsen größer als die Chancen nach oben. Jetzt wäre auch wieder die Zeit von Quartalsberichten, also die Dividenden würden auf den Hauptversammlungen beschlossen werden. Doch wie sieht das aus? Keine Hauptversammlungen, keine Dividenden? Man muss jetzt nicht mehr präsent sein auf der Hauptversammlung, also eine virtuelle, eine Online-Hauptversammlung ist möglich. Es ist ein sogenanntes Notfallgesetz, was erstmal nur für dieses Jahr gelten soll, könnte eventuell auch noch für nächstes Jahr gelten. Und das führt dazu, dass man eben das Ganze online machen kann, hat aber noch ein paar andere Seiten, nämlich auch, dass man so eine Hauptversammlung viel schneller einberufen kann, nämlich jetzt innerhalb von 21 Tagen, vorher waren es 30 Tage und dass man die Hauptversammlung auch innerhalb eines gesamten Jahres abhalten kann und nicht in den ersten 8 Monaten, wie das vorher der Fall war. Und das, denke ich, ein sehr guter Schritt. Und umso erstaunlicher, weil hier die Bundesregierung etwas auch im Prinzip für die Aktionäre getan hat, und das auch noch in einem SPD-geführten Ministerium. Denken wir ans Finanzministerium, auch SPD-geführt. Ja, da hat man ja die Finanztransaktionssteuer einführen wollen. Oder will das immer noch. Und da war man bisher nicht so wohlgewollt den Aktionären gegenüber. Jetzt geht es weiter mit den Top-Aktienempfehlungen der Trading House Börsenakademie. Die erste Aktie ist Amazon und da gehen die Daumen nach oben. Longchance, sagen die Analysten. Amazon will ja 100.000 neue Mitarbeiter einstellen, um überhaupt die große Nachfrage in den Griff zu kriegen. Das ist Händlern an der Börse natürlich auch nicht entgangen und löste zuletzt einen deutlichen Nachfrageüberhang aus. Viele sahen nämlich ein Niveau um 1.600 US-Dollar als günstigen Einstiegspunkt.
Sollte sich die Annahme einer inversen SKS-Formation mit einem dazugehörigen Kursanstieg mindestens über 2000 US-Dollar bestätigen, bestünde darüber sofortiges Kurspotenzial zurück an die Jahreshochs bei 2185 US-Dollar. Darüber dürften die mittel- bis langfristigen Ziele bis 2509 US-Dollar sukzessive abgearbeitet werden. Natürlich birgt ein Investment in den aktuell hochvolatilen Zeiten ein erhöhtes Risiko. Eine Verlustbegrenzung sollte daher ein Niveau von zunächst 1800 US-Dollar nicht überschreiten. Die Commerzbank, eine Short-Chance, da sieht es nicht gut aus, sagen die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie. Die Wertpapiere der Commerzbank, ja, die legen nicht erst seit gestern ein Armutszeugnis ab. In der Finanzkrise 2009 bildete das Geldhaus ein Verlusttief von 5,55 Euro aus. Diese Marke wurde aber unlängst zur Unterseite verlassen und brachte ein aktuelles Jahrestief bei 2,79 Euro hervor. Solange sich das Commerzbankpapier innerhalb der kurzfristigen Grenzen zwischen 2,79 Euro und 3,86 Euro aufhält, darf das Geschehen als neutral gewertet werden. Ein Rutsch unter die letzten Zwischentiefs würde demnach weiter Verkäufer auf den Plan rufen und zu Verlusten auf die Jahrestiefs führen. Darunter müssten Verluste auf ein nie dagewesenes Niveau von rund 2,10 Euro eingeplant werden. Auf der Oberseite könnte ein Anstieg über 4 Euro Käufer zu einer Fortsetzung der vor wenigen Wochen gestarteten Erholung animieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Das war Inside Markets X, ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Tradinghouse Börsenakademie.